Ich glaube, es geht schon wieder los. Wir starten mit der heutigen Ausgabe in eine neue Woche und ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Es ist Montagabend am 7. Oktober. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Ja, der Dresdner Fernsehturm ist heute vor 50 Jahren in Betrieb genommen worden. Eröffnet wurde das 252 Meter hohe Bauwerk offiziell am 7. Oktober 1969, dem 20. Jahrestag der DDR. Derzeit kämpft eine Bürgerbewegung für die Wiedereröffnung des sogenannten Sporschels von Dresden. Tja, aber nun in unsere Region und nach Großrückerswalde. Auch dort bediente man sich eines aktuellen Feiertrendes und stellte ein Oktoberfest auf die Beine. Frank Langer hat sich am vergangenen Samstag im Festzelt dort mal umgeschaut. Das Münchner Oktoberfest ist nun auch wieder Geschichte. In der gleichen Zeit gab es auch in unserer Region den ein oder anderen Ableger. Am 5. Oktober gab es ein weiteres, deutlich kleineres, aber gemütliches Oktoberfest in Großrückerswalde. Die Gebhut hatte das Ganze organisiert und ein Festzelt gegenüber dem Sportplatz aufgestellt und zünftig eingerichtet. Zum Auftakt, der aufgrund des eher miesen Wetters noch recht verhalten begann, die Veranstaltung aber schon seit Monaten ausverkauft war, wurde das erste Fass Freibier mit der Kutsche angefahren. Oktoberfest in Großrückerswalde. Wie soll das übers gehen? Ja. Nun sagt man, ha, ist das nicht schief, gelohnt hat sich die Mühe. Und wieder ist die Gebhut schuld, dass wir halt keine feiern. Beim Rico und am ganzen Team, da gibt's vor Ort keine Eier. Eins, zwei, drei. Es ist angezapft. Boah, alle Freibier, wir haben doch bloß 10 Gläser. So, die will ich mal sehen, wie das schmeckt. Gäste, aufgepasst. Wo ist Ihr Säge? Geholfen haben viele beim Fest. Egal ob hinter der Theke oder beim Aufbau der Spielchen. Ja, wir haben die letzten Jahre schon immer wieder ein Fest auf die Beine gebracht. Und im Zuge dieser, ist ja schon deutschlandweit, sag ich mal, geht es ja voran mit den Oktoberfesten. Und dann haben wir gesagt, sind wir oben auf den Zug mit aufgesprungen. Haben das letztes Jahr das erste Mal erfolgreich durchgeführt. Und es wurde super angenommen, auch ausverkauft gewesen. Und dieses Jahr, schon seit einem Monat, sind die Karten weg gewesen. Die gehen bei eBay weg wie nichts. Und. Zudem haben sich die Karnevalisten aktiv eingebracht. Die Funkengarde führte zum Beispiel Tänze auf. Mensch, trägst du immer so eine Lederhose? Ja, klar. Ah, sonst normalerweise? Nee. So Mädels, ihr seid schon vorbereitet. Was habt ihr denn heute alles vor? Feiern! Feiern, viel Bier verkaufen. Und einfach eine riesen fette Sause starten. Einige Spielchen wurden durchgeführt, um den stärksten Rückschwalner Wiesenbesucher zu ermitteln. Auf die Plätze, fertig, los! Und das Publikum darf natürlich unterstützen. Wo sind eure Hände? Die Männer plagen sich hier. Und ich will eure Hände sehen, ihr Jungen. Beim ersten Oktoberfest der Gebhut hatte hier Marco Ullmann gewonnen. 19. Der Niklas hat acht Schläge gemacht. Anstrengend. Also ist schwer zu beschreiben, aber es ist abwechslungsreich, macht Spaß. Einfach mal dabei sein. 2, 1, 3 und los. Und der DJ, wir brauchen Musik, jawohl. Ja, so sieht es in Großrückerswalde aus. Eine Wahnsinnsstimmung. Und alle nochmal kräftig anfeuern, diese Männer hier. Kurz bevor die Band der Lachtaler aus dem thüringischen Vogtland das Zelt zum Beben brachte, war es das Männerballett, das die Stimmung anheizte. Smile on me, baby, you.
Bis in die Morgenstunden wurde in Großrückerswalde gefeiert. O-Zapft ist, hieß es zum 2. Oktoberfest der Gebu. Der Spätsommer gibt noch einmal alles. Das zeigt sich auch auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist im Berichtsmonat deutlich gesunken. Im Vergleich zum Vormonat und Vorjahr sind jeweils 500 Menschen weniger arbeitslos gemeldet, führt der Chef der Arbeitsagentur Nino Skiretta aus. In den letzten 4 Wochen begannen vor allem Jugendliche ihre Ausbildung oder Studium. Durch den aufnahmefähigen Arbeitsmarkt ergeben sich dabei gute Einstiegschancen, so Skiretta. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich in den letzten 4 Wochen um 477 Personen oder 6,3% reduziert. Damit waren Ende September 7.082 Menschen im gesamten Erzgebirgskreis ohne Job. Zum Vorjahr sind es 528 Menschen bzw. 6,9% weniger. Die Arbeitslosenquote sank damit aktuell auf 4,1%. Die Geschäftsstellen Stolberg und Schobau liegen mit einer Arbeitslosenquote von jeweils 3,5% und Marienberg mit 3,8% unter dem Agenturdurchschnitt. Es folgen die Hauptagentur Annaberg-Buchholz mit 4,2%, die Geschäftsstelle Schwarzenberg mit 4,5% und Aue mit 4,7%. In den letzten 4 Wochen wurden dem Arbeitgeberservice 486 freie Stellen gemeldet. Das sind 51 Angebote mehr als im August, aber 47 weniger als im September des Vorjahres. Ja, kommen wir nun zum Sport, meine sehr geehrten Damen und Herren. Stolberg, Fabian Kreim und Tobias Braun haben im Skoda Fabia R5 die ADMV-Rallye Erzgebirge gewonnen und sicherten sich damit wichtige Punkte im Titelkampf der deutschen Rallye-Meisterschaft. Mit einer fehlerfreien Fahrt und guten Zeiten verwies die Skoda-Besatzung Hermann Gassner und Ursula Meierhofer im Hyundai i20 R5 bei schwierigen Wetterverhältnissen um 6,8 Sekunden auf Platz 2. Eine konstante Fahrweise verhalf Julius Taunert, Helmar Hinneberg bei ihrer Premiere im Skoda Fabia R5 Evo das Podium mit einem Rückstand von 1:06 auf den Gewinner zu komplettieren. Sieger der 2WD-Wertung wurde bei seiner Heimrallye Sepp Wiegand aus Grünhain, der mit seinem Co-Piloten Christoph Gerlich sich erstmals im neuen Ford Fiesta R2T dem heimischen Publikum präsentierte. Ja, liebe Zuschauer, Herbstzeit ist Erntezeit und dabei gibt es viele Möglichkeiten, aus den geernteten Früchten etwas zu machen. Nicole Fugmann-Müller hat sich genau darüber mit Babette Schreiter unterhalten. Hier ist eine neue Folge Kräuter der Region. So, Babette, oh, Herbstzeit, Erntezeit, da haben wir gedacht, gucken wir mal wieder in der Naturschutzstation vorbei. Jetzt stehen wir hier an so einem schönen Wildobststrauch. Was kann man denn aus der Hagebutte Schönes machen? Ja, die Hagebutte ist aus meiner Sicht vielleicht noch der bekannteste Strauch, aus dem Wildfrüchte verarbeitet werden. Jeder von den Zuschauern kennt sicherlich den Hagebuttentee, wird aus diesem Strauch gewonnen. Das ist ja die Wildrose im Sommer. Jeder kennt die zarten rosanen Wildrosenblüten und im Herbst bilden sich aus diesen Blüten die Früchte, die Hagebutten. Und wenn man die trocknet und mit Wasser entsprechend zum Tee aufgießt, hat man einen wunderbaren, selber gemachten Hagebuttentee. Du hast hier mal eine aufgemacht. Mhm. Da sind doch jetzt diese Kerne drin, wo wir früher immer so ein bisschen Juckpulver dazu gesagt haben. Ja, genau. Stören die nicht im Tee? Richtig. Also vielleicht ganz kurz noch zum Juckpulver. Deswegen, weil die Kerne sehr stark behaart sind und diese Härchen diesen Juckreiz auslösen, wenn man die zum Beispiel hinten ins T-Shirt steckt. Und jawohl, die Kerne stören im Tee. Deswegen entfernt man nach dem Trocknen, also wenn die Früchte getrocknet sind, diese Kernchen und benutzt nur die Hagebuttenschalen. Okay. Ja. Nun ist der Tee aber bestimmt nicht die einzige Möglichkeit, diese Wildfrucht zu nutzen. Richtig. Also neben dem Tee kann man aus den getrockneten Hagebutten auch noch eine Hagebuttensuppe herstellen. Ganz lecker. Und in einigen Regionen, so ich weiß zum Beispiel aus der Seifner Ecke, sehr, sehr traditionell als Gericht am Heiligabend. Ah, im Neunerlei. Ja. Okay. Außerdem lassen sich aus den frischen Hagebutten lässt sich ein leckerer Fruchtmus herstellen. Und hier kann man auch die gesamte Frucht mit Kernchen verarbeiten und muss die Kernchen dann nach dem Kochen
herausarbeiten, indem man diese Masse durch ein feines Haarsieb streicht, mehrere Male. Dann hat man die auch raus. Wunderbar. Was ist denn eigentlich an der Hagebutte so das Besondere für den gesundheitlichen Nutzen vielleicht auch? Genau. Also die Hagebutte hat den Gesundheitsaspekt, dass sie unheimlich viel Vitamin C enthält. Also es ist eine kleine Vitaminbombe und neben dem Gesundheitsaspekt schmeckt sie eben auch ganz, ganz zart, fruchtig. Und die die Kerne, die in der Frucht enthalten sind, geben dem Fruchtmus noch einen besonderen Vanillegeschmack. Okay, toll. Und Fruchtmus ist super, aber ich glaube, es gibt auch so eine Verwendung in alkoholischen Getränken. Ja, richtig, das interessiert sicherlich die männlichen Zuschauer besonders. Die meisten Wildfrüchte kann man zu einem Ansatzschnaps nutzen, indem man die Früchte sammelt und mit einem Wodka oder mit einem Korn ansetzt und an einer dunklen Stelle mit vielleicht Kantiszucker, wenn es was ein süßer Schnaps werden soll, stehen lässt, 6 bis 8 Wochen. Und dann hat man einen wunderbaren Hagebuttentropfen. Das ist vielleicht mal eine Idee. Ja, super. Dankeschön. Joe Pau, Fahndung nach gestohlenem Skoda ausgelöst. Unbekannten gelang es im Zeitraum 2. Oktober 18 Uhr bis 5. Oktober 2019 8.20 Uhr sich in den Besitz eines in der neuen Marienberger Straße abgestellten Skoda Superb zu bringen. Der schwarze PKW hat einen Zeitwert von ca. 25.000 Euro. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Diebstahls aus. Amtsberg, Ortsteil Dittersdorf. Mercedes-Fahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß. In der Talstraße stieß am späten Abend des 5. Oktober 22.40 Uhr ein bisher Unbekannter mit einem nicht zugelassenen PKW Mercedes, an dem sich entstempelte Kennzeichen befanden, gegen eine Hauswand. Als alarmierte Polizisten vor Ort eintrafen, fehlte vom Fahrer jede Spur. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der unbekannte Fahrer beim Unfall verletzt hatte, wurde der Bereich von Dittersdorf unter anderem bis hin in den Chemnitzer Stadtteil Einsiedel weiträumig geprüft. Relevante Feststellungen gab es jedoch nicht. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern derzeit an. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen bislang nicht vor. Ja, wer sein Auto über Nacht im Freien hatte und heute früh spät dran war, der bekam richtig Stress, denn vielerorts waren die Scheiben gefroren. Und wo zum Geier war doch gleich nochmal der Eiskratzer? Ja, das sind die sicheren Anzeichen, dass es Herbst ist. Temperaturen bis minus 6,7 Grad gab es heute früh 7 Uhr in Kühnheide. Ja, heute Abend und in der Nacht zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet zunächst leicht bewölkt mit einem guten Blick auf die Sterne und den zunehmenden Mond. Im weiteren Verlauf verdichten sich dann die Wolken. Trotzdem bleibt es aber trocken. Das Regenrisiko trägt die Null. Die Zahlen in den Thermometern sind dafür etwas größer. In Olbernhau, der Stadt der Sieben Täler, werden zwischen 2 und 5 Grad erwartet. Die Marienberger können sich auf 1 bis 4 Grad einstellen und in der MZ-Stadt Zschopau übernachtet das Quecksilber bei 2 bis 6 Grad. Der Wind, der lässt es ruhig angehen, er weht nur schwach mit um die 7 Kilometer pro Stunde aus Süden. Morgen am Dienstag geht es schon mit einem bedeckten Himmel los. Auch im weiteren Tagesverlauf wird sich daran nicht viel ändern, sodass die Sonne am Ende des Tages nicht mal eine Arbeitsstunde abrechnen kann. Bedeckt geht es dann auch in die Nacht hinein. Dafür hat der Regenschirm Hochkonjunktur. Bei einem Niederschlagsrisiko von satten 90% sollte er zu Ihrem Handgepäck mit dazugehören. Ja, und die Temperaturen, liebe Zuschauer, die schleppen sich mit Ach und Krach in den zweistelligen Bereich. So gibt es beispielsweise in Neuhausen am Schloss Purschenstein 5 bis 10 Grad. In Gebirge, Gelobtland, am Tourismuszentrum werden nur 4 bis 9 Grad erwartet. Und in Hohndorf am Haus der Begegnung quält sich das Quecksilber auf 7 bis 11 Grad. Der Wind wird der Aktivpunkt sein, denn er bläst in stürmischen Böen mit bis zu 48 km pro Stunde, ansonsten frisch mit um die 15 km pro Stunde, das alles aus Südwesten.
Ja, und so geht's dann weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf die kommenden Tage. Ab Mittwoch geht es dann wieder bergauf. Das Hoch Jennifer übernimmt das Kommando. Der Himmel zeigt sich dann wolkig mit sonnigen Abschnitten. Auch mit Regen ist dann noch zu rechnen. 9 bis 14 Grad stehen schon wieder in den Anzeigen der Thermometer. Der Wind bleibt aktiv und weht weiter in kräftigen Böen aus Südwesten. Der Donnerstag übt sich dann in Bescheidenheit und der Aufwärtstrend stagniert. Der Himmel ist wolkig mit sonnigen Anteilen. Regen gehört aber dann auch wieder mit dazu. Bei 8 bis 12 Grad bläst der Wind auch weiter herbstlich stürmisch aus Südwesten. Ja, und wie das dann so weitergeht, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal aus dem Regionalwetterstudio. Ja, das war's dann auch vom Montagsmegional und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Dienstag für Sie hier zur Stelle und klar würde ich mich freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's noch im Internet unter www.mef-lein.de. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.